ich finde irgendwie, dass das Musik machen und das Sport machen auch irgendwie ähnlich ist, weil man sich immer irgendwie über seinen eigenen Schatten springen muss. Und ich meine, mit Musik machen wirklich Musik schreiben. Das ist halt, man weiß halt vorher schon, dass es richtig anstrengend wird, weiß aber auch, dass wenn man es gut macht, dass das Ergebnis einen sehr glücklich machen wird. Und ich finde, irgendwie ist es wirklich das Gleiche, wie wenn ich mir vornehme, ich laufe jetzt einen Marathon, trainiere dafür und dann laufe ich den und habe es geschafft und freue mich. Das ist genau das Gleiche wie ein Song schreiben. Seitdem ich denken kann, glaube ich, dass alles, was ich mir vorstellen kann, möglich ist. Und habe auch schon irgendwie immer, ist mir schon immer der Unterschied bewusst, dazwischen sich eine Sache zu wünschen und dazwischen davon auszugehen, dass sie passiert. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber für mich ist immer so gewesen, ich habe nie mir gewünscht, Sänger zu werden. Ich habe immer mir einfach vorgestellt, wie das ist, das zu sein. Und ich glaube, dass das auch für einen Sportler ein ganz entscheidender Punkt ist, eben nicht sich mit eigentlich dem Zweifel zu beschäftigen, ob das was klappt, ob das was werden kann, was am Ende nichts anderes als ein Wunsch. Ein Wunsch ist immer ein Ausdruck von Zweifel und von Mangel. Ich habe mir einfach immer vorgestellt, dass das was wird und dadurch ist es, glaube ich, auch was geworden.